So, hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir haben es glaube ich schon 15 Uhr oder so, aber ich dachte, mich nehme ich heute noch so ein bisschen mit. Mir ist richtig, richtig langweilig. Kennt ihr so einen Tag, wo ihr einfach nichts zu tun habt? Also ihr habt schon zu tun, aber ihr habt irgendwie auch gar nichts Bock. So ein Tag ist halt bei mir. Ja, ich habe jetzt auch gerade Cola getrunken, Kaffee getrunken. Ich bin auch heute irgendwie so müde. Ich werde irgendwie nicht wach. Heute mache ich einfach für die Kinder so Dinos. Ja, so kleine Dinos mit Nudeln oder so. Ganz einfach und easy. Gestern Abend haben wir solche Blätterteig-Apfeltaschen gemacht. Boah, die waren so lecker. Genau. Ja, heute habe ich auch noch nicht mal Bock, zu Hause irgendwie was zu machen. Eigentlich mag ich das ja zu Hause irgendwie aufzuräumen, zu putzen und sowas. Aber heute ist so ein Tag, ich habe gar nichts Bock. Genau, ich werde jetzt erstmal meine Kamera aufladen und nehme euch später mit. Und ich habe auch mein neues Kleidchen an. Ich finde das voll süß. Das habe ich bei Shein bestellt. Ich finde das richtig, richtig niedlich. Ich habe auch noch ein paar Sachen bei Shein bestellt. Vielleicht zeige ich sie euch auch später. Ja, und Tyler läuft mir den ganzen Tag hinterher. Tyler! Tyler! Egal, wo die Mama ist. Egal, wo die Mama ist. Ja, okay, du brichst da. Ist Ball mit mir. Der ist süß, ne? Leute, guck mal, wie süß. Meine Mama war eben zu Besuch da. Sie hat mir hier solche schöne, süßen Kerzen geschenkt. Ich liebe ja Kerzen, ne? Und das ist richtig mein Geschmack. Die ist pinky, rosa, also altrosa, mit Rosen. Voll süß. Ja, ich mache hier gerade meine Dino-Schnitzel. Nudeln haben wir noch Kaffee von gestern. Und ich habe hier meine Zwiebelchen, die habe ich ja gestern gemacht, mit Essig, bisschen Salz und Wasser. Ihr könnt auch ein bisschen Pfeffer reinmachen, wenn ihr wollt. Ich muss sagen, das schmeckt wirklich gut. Mmh. Boah, ein bisschen Wasser muss glaube ich noch rein. Voll viel Essig, war lecker. Und hier habe ich dann noch Oliven, Antipasti habe ich gestern schon auch gegessen. Ja, und wie gesagt, heute ist wirklich ein Gammeltag. Ich weiß noch gar nicht, was ich euch filmen soll. Ich filme einfach drauf los. Müsst ihr mich heute so ertragen? Ja. Genau, eigentlich wollte ich vielleicht was backen oder sowas. Ich habe zurzeit eben voll Bock, um das zu backen. Wie soll ich abnehmen? Wie soll ich abnehmen, Leute? Leute, Essen für Faule heute. Meine Zwiebelchen. Oh. So Leute, ich habe jetzt gerade meinen Sohn nach draußen gebracht, den Kleinen, hier auf dem Fußballplatz, der Große spielt da auch. Ja, habe ich ihn da hingebracht, jetzt habe ich mir wieder so ein Latte Cappuccino aufgemacht. Dieses hier, weil ich bin heute richtig müde, ich weiß nicht, ob das am Wetter liegt oder weil ich meine Regel habe. Ich bin heute so richtig neben der Spur, mein Zustand ist heute ein bisschen schlimmer. Ach ja, und einer hat mir geschrieben, mir ist aufgefallen, dass du zurzeit gar nicht mehr über deine Krankheit redest. Ja, also mir geht's wirklich eigentlich schon viel besser, aber ja, heute ist wieder so ein Tag, wo es ein bisschen komisch ist. Aber ja, was soll's, also richtig dieses Verwirrte und so komisch, benebelt, nicht bei mir. Ich weiß nicht, was das für ein Vlog wird, so richtig langweilig, Leute. Egal, ich gucke jetzt ein bisschen YouTube. Ich habe nichts zu tun, ich gucke ganze Zeit alte Videos von mir. Und nebenbei mache ich TikToks, weil es voll langweilig ist. Die Kinder sind die ganze Zeit draußen. Ja, die Kinder sind die ganze Zeit draußen und mir ist langweilig, deswegen mache ich die ganze Zeit TikToks und so. Bald hole ich die Kinder rein, muss was zum Abendessen machen. Ich glaube, ich werde euch dann... Ich glaube, morgen nochmal mitnehmen, weil heute passiert wirklich gar nichts. Es ist einfach tot langweilig. Ich kann euch nichts zeigen. Und deswegen würde ich, denke ich mal, sagen, sehen wir uns morgen. Sorry. Tyler! Schlafmütze! Richtig, Bibi! So, Leute, ich habe doch mir noch die Kamera genommen. Mir ist langweilig. Die Kinder sind auch schon zu Hause. Wir gehen gleich ins Wäschchen. Hallo. Hey, hallo.
Und Mama hat gesagt, heute ist ein Chill-Tag. Gammeltag. Wohin guck ich? Warte. Ja, jetzt. Nee, ich gucke nach oben. Hey! Dreh mal die Kamera um. Hier sieht's aus, als hätte ich voll gelbe Zähne wegen dem Licht. Der Schoki-Mond. Diesen Kratzer ist von Max. Sein Cousin, ne? Mein Baby. Aua. Das tut nicht weh. Ich heiße, dein Glas hat sie fast umgekippt. Kira. Die Ratte. Kleine Ratte. Ja, wir chillen jetzt, wie gesagt, gucken noch ein bisschen YouTube. Ich habe mir mein Immun-Tee gemacht. Das ist hier einmal dieser. Kannst du auch Tee machen? Ja, Schatz, wünscht, bleiben gesund. Was? Das ist auf jeden Fall ein Immun-Tee. Da sieht man jetzt nicht. Die Katzen kämpfen, drehen jetzt gerade noch durch zum Abend. Morgen nehme ich euch dann auch noch ein bisschen mit. Könnt ihr mal sehen, was wir abends so machen. Gucken noch mal ein bisschen Fernsehen, trinken einen Tee und dann werde ich waschen ins Bett. Heute müssen wir nicht duschen, baden, haben wir gestern. Wir waschen uns einfach so. Machen uns frisch. Ja, ansonsten habe ich eigentlich gar nichts zu erzählen. Ich werde euch dann wahrscheinlich morgen noch ein bisschen mitnehmen. Samstag habe ich kinderfrei. Meine Schwester wollte ihren Geburtstag wahrscheinlich nachfeiern. Sie hatte jetzt am 5. Geburtstag. Dann keine Ahnung, was wir machen. Vielleicht gehen wir in so eine Bar, da kann man tanzen und sowas. Dancen, dancen. Können wir andersrum gucken vielleicht? Dreh mal Kamera um, vielleicht dreh. Du guckst normal. Ich guck nach oben. Ich doch auch. Das ist normal, weil wir hier hingucken. Guck mal hier hin. Hier hin, in die Linse. Guck, ich guckst du gerade. Wir gucken hier nach oben. Zeig mal. Er sagt, er guckt nach oben. Guck mal hier hin. Guck hier hin. Der Luis. Luis. Willst du was den Zuschauern sagen? Ja, hallo. Hallo, halli, hallo. Ja gut, Leute, ich quatsche euch, glaube ich, nicht mehr voll. Oder? Ja. Bisschen langweilig. Ja, ich... Darf ich mal ein? Heute nicht mehr, wir gehen gleich schlafen. Guckt euch mal die Katzen an, ey. Die drehen doch durch, ey. Kira! Die Frechen. Genau. Ich habe noch vorhin ein paar TikToks gedreht aus Langeweile. Habe ich mir hier alleine Disco gemacht. Oh. Ein bisschen getanzt. Heute ist auch so ein, wie gesagt, habe ich euch schon vorher jetzt Sprachstörung. Heute ist wieder ein Tag, wo es mir nicht so gut geht, psychisch oder wie auch immer mit Ängsten. Ja, habe ich euch aber schon heute, glaube ich, gesagt. Ne? Wie süß. Bild mit dem Teppich. Ja, eine Psyche ist schon krass, was sie alles anstellen kann und die Angststörung. Aber gut. So, hallo lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war gerade ganz kurz noch im Solarium, endlich mal wieder ein bisschen Bräune. Ich muss meine Bräune halten. Leute, guckt mal, was für ein Gewitter bei uns ist. Seht ihr das? Es regnet plötzlich einfach mal so krass. Unnormal. Wie sehen meine Haare aus? Katastrophe. Man sieht, ich bin rot geworden, ne, vom Solarium. Ich bearbeite jetzt gerade mein Video. Es ist wirklich, glaube ich, richtig kurz geworden. Aber ja, es gibt einfach nichts zu filmen. Gestern war ja schon so ein Gammeltag. Heute war mein Vater zu Besuch da, mein Bruder. Und oh Gott, es regnet so krass, es donnert. Ja, aber egal, ich dachte mir, bevor ich gar nichts online stelle, mache ich das. Ich werde gleich ein bisschen noch Geschirr wegräumen. Luis habe ich gerade gebadet. Lian, geh in die Badewanne! Lian muss auch noch baden, dann gehe ich mich abduschen. Baden habe ich keinen Bock.
Ja, ansonsten. Dann wollte ich halt ein geiles Gefühl, guck mal, wie stark das regnet. Das ist geil, ne? Ja, wir haben es jetzt auch 17 Uhr erst. Gucken, was ich gleich mache. Noch ein bisschen Haushalt, ein paar Kerzen anmachen. Ich bin auch so müde. Es donnert. Hört ihr das? Oh. Ja. Tut mir leid für den langweiligen Vlog, aber ja, es war halt so. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir mal Feedback da. Ein Daumen nach oben. Ich muss mich irgendwie jetzt wach halten. Das macht mich gerade zu müde alles. Samstag habe ich kinderfrei. Gucken, ob ich da ein bisschen filme oder so. Mein Kumpel kommt vielleicht wieder. Mal schauen. Auf jeden Fall lasst Feedback da, abonniert vielleicht meinen Kanal und ich würde sagen, bis bald.